Ich hoffe es wirklich inständig, dass das jetzt soweit reicht. Nee, es reicht, oder doch? Nee, es wird nicht reichen. Es wird nicht ganz reichen, aber gut. Machen wir schon am Anfang. Ich brauche ja, um die Query zu bauen, brauche ich Zahnräder. Die nimmt man einfach Holzstückchen dafür und setzt sie hier in diese Slots. Das ist hier der zweite. 4, 6 und 8. So. Jetzt gehe ich wieder hin und setze hier die Dinge in die Mitte. WB. Also. Und setze die hier in die Slots rein. Und jetzt upgrade ich die und mache da Stone Gears draus, also Steinzahnräder. Ja, was ist denn mit der Query? Was ist denn da für das Problem? Die bringt das Wasser nicht weg. Ja, wieso nicht? Ja, weil die seitlich die Ränder nicht gescheit aufbaut und dann fließendes Wasser reinkommt und das mag sie nicht. Was? Ja, genau das war's. Hm, das ist schlecht. Wenn man dann so einen Bug hat. Das ist schlecht. Neckrad der Hit sozusagen. Also ist die Query Plus quasi nutzlos. Nee, solange du nicht in reines Ozeanbiom sitzt, passt das schon. Hm. Das heißt, ich bräuchte an einer Stelle mindestens angrenzendes Land oder von jeder Seite aus. Das weiß ich nicht, ab wann sie spinnt. Ob irgendwann spinnt sie halt. Das ist scheiße. Und ich wollte doch mal meinen Konsumenten zeigen, ne? Mach ich jetzt hier auch gerade. Ja. Auch wenn sie dann so einen Shit macht, das ist ja dann peinlich. Hast du einen Mod geschrieben? Ich glaube nicht. Also scheiß drauf. Ja, gut. Hast recht. So. Also ihr seht hier meine Konsumenten. Die Query Plus scheint etwas Ärger zu machen. Was an sich halt schade ist. So, ich upgrade jetzt die Dinge auf Gold. Und ich mache die auch gleich weiter auf Diamantstatus. So. Zack. Jetzt brauche ich aber noch ein paar Stückchen für die Spitzhacke. Gerade zwei Stück, das reicht ja. Es muss eine Tierspitzhacke sein. Ich glaube, ich hatte hier mal eine reingelegt. Wie sind die jetzt hingekommen? Ach, da oben. Ist sie ja schon. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt brauche ich bloß noch etwas Eisen. So, das Ding hat nach wie vor zu wenig Saft. Jetzt gehe ich aber gerade hin und haue hier mal das Eisen rein. So, das haben wir auch geklärt. Und hier einfach mal zack. Müssen wir hier ein bisschen warten. Und ich gehe auch schon mal hin und stecke schon mal das Gebiet oben ab. Da werde ich aber hier die... Ich hoffe, wenigstens möge es mir verzeihen, wenn ich jetzt hingehe und schmeiße hier erstmal alles durcheinander rein. Und hole mir stattdessen mal ein paar Fackeln raus. So. Dann kann ich euch mal zeigen, wie das Gebiet dafür abgesteckt wird. Halt, ich baue jetzt wieder Stückchen. Immer dieses Stückchen. Stückchen. Noch mehr Stückchen. So, jetzt nehmen wir doch mehr mit. So, hier mache ich mal 4 Redstone-Fackeln. Ups, sorry. Hier mal 4 Redstone-Fackeln. Und werde 3 davon noch upgraden für die Landmarks. Die braucht man später, um das Gebiet abzustecken. Ich nehme aber noch ein bisschen mehr Koppel mit. Das brauche ich unbedingt. Sonst sieht es düster aus. So, oh, Jetpack ist schon wieder leer. Ich muss aufladen. Jetzt haben wir keinen Saft mehr, ne? Aber da vorne steht ja noch der Generator. Dann nehme ich den. Und bald werde ich hier auch anfangen. Am besten vielleicht sogar noch in dieser Aufnahme. Das ist ja gut, Ding will Weile haben. Aber es funktioniert dann wenigstens. Es wird funktionieren. So, Jetpack raus. Hier hinein.
Oh, was freue ich mich schon, wenn ich dann das Gebiet abstecken darf, ey. Oh, was wird das so schön? Was wird das so schön? So, komm. Haben noch ein paar Sekündchen. Leider ist der Generator halt nicht ganz so stark. Und der elektrische Jetpack braucht natürlich entsprechend auch viel Energie. Aber es lohnt sich. Später braucht man da nie mehr eigentlich sowas aufzuladen. Weil wenn man, sagen wir mal, einen mittleren Solarhelm hat, also einen MV-Solarhelm oder einen Quantum-Brustpanzer, da ist dieser Jetpack auch gleich integriert. Da kann man ewig weit fliegen und da macht es die Aufladesessions nur geringfügig. Also man braucht dann fast gar nicht mehr laden. Wie oft hast du eigentlich in der letzten Welt laden müssen da so? Nicht so oft, ne? Einmal täglich. Na gut. Bei wie viel Leistung? 1 Million, glaube ich, ne? 10 Millionen. Wow, 10 Millionen. 10 Millionen Energie. Können wir kurz pennen gehen? Dann könnte ich mich gleich auf den Weg machen. Das ist lieb. Das ist lieb. Oh Mann. Ja. So, ich stopfe mal hier die Landmarks schon mal dahin. Und dann verklicke ich euch gerade mal so ein bisschen was dazu. So, auf geht's. Auf und davon. Ah, da fühlt man sich so ein bisschen wie Superman oder so, wenn man hier mit dem Jetpack fliegen kann. Ist einfach geil. Ihr seht, dieses ganze Gebiet hier, so schön wie es auch aussieht, das könnte eines Tages uns auch zum Opfer fallen. So, hier ist das große Zentralmassiv. Der Todesberg. So, ich möchte hier noch höher. Aktiviere ich mal den Turbo. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt bin ich schon wieder oben. Ach oh Gott, das ist hier unten, das ist absolut tödlich. Das Ding ist auch höher, sag ich mal, vom Gefühl her wie sonst was. Wie der Watzmann oder so. Das ist, oder Zugspitze. Das ist nicht mal geheuerlich da. So, und hier geht's noch höher rauf. Ui, 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 ui. Ah. So, jetzt bin ich ganz oben. Ich werde jetzt so dreist sein und werde hier mal ansetzen. Wo ist es denn Punkt? Obwohl, ich kann noch ein bisschen rausgehen. Da werfe ich das mal hier weg. Ganz behutsam. Und werde hier noch ein bisschen vorgehen. Eieiei. Hoffentlich falle ich da nicht runter. Da. Ein falscher Schritt und es wäre aus mit mir. Ah. Ihr seht, meine Konsumenten, es ist ein gefährliches Unterfangen. Ein sehr gefährliches Unterfangen. Aber es macht mir nicht alles. Ah. Wenn ich da von hier oben runterfalle, das sind 40 Blöcke. Da muss ich zusehen, dass ich ins Leere falle. Der Jetpack würde mich dann auffangen. Wenn ich hier an den Felsen knalle, wird es mir so ungefähr gehen wie Venus in der letzten Session. Das seht ihr aber jetzt noch nicht. Die aktuelle Folge davon wird noch hochgeladen in Kürze. In 2, 3 Tagen sollte sie oben sein. So. Okay. Von hier, von der Seite aus haben wir es jetzt erreicht. Obwohl lieber noch 2, 3 Felder raus. So. Uiuiuiui. Uiuiui.
Ich darf nicht vergessen, ich muss hier oben auch noch einen Junk-Aktivator hinsetzen. Damit das Gebiet hier auch noch mit abgedeckt wird. So, hier noch ein bisschen weiter raus. Oh, Mami. Ja, noch. Ja, ich mache noch 7, 8 Felder dazu. Ei, 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 ei. Immer schön die Shift-Taste drücken hier. Sonst ist es aus. So, noch ein bisschen vielleicht. Ja, da unten sind noch ein paar Blöcke mehr. Machen wir noch bis 40. So, das sollte genügen. Obwohl, 2 Stück noch. So. Okay. Eieiei. Da kriegt man Angst. So, ich stecke hier schon mal ab. Ich mache hier aber mal die Plattform noch ein Tick größer. Da werde ich nervös. Bei solchen Höhen, egal ob Ingame oder Realität, da werde ich immer nervös. Deswegen würde ich auch lieber an den Strand fahren als in die Berge. So, also ich erkläre es euch mal. Hier mit diesen Landmarks, das sind die blauen Teile, mit denen steckt man das Gebiet ab, wo man raspeln möchte. Und mit der Redstone-Fackel kann man sich die Weite anzeigen lassen. Also quasi die X- und Y-Koordinaten und auch die Z-Koordinaten. Dazu kann ich aber sagen, die Query arbeitet ja quasi nur von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Deswegen brauche ich ja Z nicht. Die Z-Koordinate wäre zum Beispiel interessant, wenn man mit dem Filler einen Klotz oder etwas bauen will oder eine Pyramide oder ähnliches. Ein Filler ist auch ein recht angenehmes Gerät. Allerdings ist es hier noch nicht dabei. So, und ihr seht jetzt hier, hier kann ich mal ein bisschen schneller. Da vorne muss ich jetzt noch hin, bis zu der Linie. Und dort werde ich dann weiterbauen. Hier noch ein bisschen mit Koppel, damit das Ganze wirklich auch alles weggeraspelt wird, was hier der Berg so zu bieten hat. Da wird dann nur noch so eine kleine Rest. Zipfelknolle übrig bleiben, die werde ich dann mit der nächsten Runde, werde ich die dann auch wegmachen mit der Quarry. So. Dürfte nicht mehr so weit sein. Oh Mann. Ich werde mir einscheißen. So. Gleich. Gleich. Ja. Da ist schon der letzte. Ich mache das extra so, dass wir hier eine leicht größere Plattform haben. Das ist lebensgefährlich. So. Oh, wir kriegen Besuch. MacGyver ist wieder da. Das ist schön. So, da werde ich jetzt hier das Gebiet noch abstecken. Hier quasi, da entlang. Die meisten von euch kennen ja die Quarry noch nicht. Also für die, wo Industrial Craft bzw. Buildcraft noch nie so gespielt haben. Weil wir haben hier nicht nur Industrial Craft drauf, sondern auch Buildcraft. Da ist die Quarry dabei. Das ist quasi die Hardcore-Interpretation von einem Miner aus Industrial Craft. Nur, dass die Quarry quasi wirklich alles restlos wegmacht. Die Standardversion kann allerdings keine Lava durchdringen. Und bei Öl, glaube ich, kapituliert sie auch. Oder wie war das da so? Weißt du das noch? Nee, Öl macht sie. Öl macht sie, also gut. Also lässt sie halt stehen wie Wasser. Ja, genau. Aber Lava kann sie nicht durchdringen. Das heißt, alle Ressourcen, egal ob es nur Cobblestone ist oder Erze, lässt sie unter der Lava einfach stehen. Das hieße, wenn dort oben ziemlich hoch wäre, würde das nicht verarbeitet werden. Es würde eine riesen Säule entstehen, wenn es ziemlich weit oben im Schacht wäre. Tja, was kann ich noch sagen? Man muss aufpassen, wenn Seen angebohrt werden bei der Standard-Quarry,
sei es Wasser oder Öl oder ähnliches, das sickert mit runter und sorgt natürlich auch für erhebliche Ruckler mit der Kamera, beziehungsweise Grafikkarte etc. etc. und tut halt auch der Hardware nicht so gut. Und beim Server ist es natürlich besonders schlimm. Da kannst du dann schon richtige serverweite Ausmaße annehmen. Und das will man natürlich auch nicht unbedingt haben. So, jetzt habe ich aber vergessen, die eine zu setzen. Das werde ich aber noch machen. Wie ist denn das? Ein Server-Neustart übersteht ja das Zeug, ne? Ein Was? Landmark. Wenn ich ein Landmark setze, das So über. soll's nicht. Ja, ich frage nur sicherheitshalber. So, jetzt habe ich hier schon mal abgesteckt. Das wird auf jeden Fall im Großen und Ganzen wird ziemlich viel von dem Berg hier wegrupfen. Und der Rest müssen wir halt mal schauen. Da werde ich auf jeden Fall hier wieder hochkommen. So, und jetzt, ja. Kommen wir technisch gesehen hier eigentlich nicht mehr anders weg. Heieieiei. Ich werde aber schon mal hingehen und werde das Gebiet schon mal scharf machen. Und das macht man folgendermaßen, indem man hingeht und macht hier auf die erste Landmark, die man gesetzt hat. Also wenn man quasi die Koordinaten abgesteckt hat. Maximum ist hier 64 mal 64 Felder. Mach hier einfach einen Rechtsklick drauf. Und das heißt, das rote Gebiet heißt, dieser Bereich ist scharf und dort arbeitet die Query sich dann runter. So, ich werde jetzt hier noch eine Fackel setzen da vorne und dann hinten auch noch eine. Und dann mache ich mich auf den Nachhauseweg. Gut, Chatpack ist weitgehend noch voll. So. Im Endeffekt müsste ich dann nur noch dort, wo ich die blaue Fackel steht, müsste ich dann einfach noch die Query ansetzen. Halt außerhalb dieses roten Bereichs. Dieser roten Linie. Das könnte dann hier sein in dem Fall. Das könnte ich so ansetzen. Und dann würden die Landmarks wegploppen. Das hieße dann, das Gebiet ist aktiv. Und dann könnte ich die Query mit Strom versorgen, mit Buildcraft-Energie, also Megajoule, Minecraft-Joule, wie auch immer. Und dann ging es los. Und dann würde die Query ihr teuflisches Werk verrichten. So, und ich fliege jetzt nach Hause. Dankeschön. Ui, ist aber ganz schön schnell runtergegangen. Gut, ab heim, ab nach Hause. Ab nach Hause. Ich habe so einen Respekt vor dem Riesenberg da. Habt ihr eigentlich auch bei euch in der Nähe hohe Gebirge? Nee, nicht Nicht wirklich. wirklich? So. Da hast du echt Glück, weil wir haben hier echt in der Nähe ein riesiges Zentralmassiv und das muss natürlich leider auch irgendwann mal weggeraspelt werden. Wird zwar viel Cobblestone-Abfall verursachen, aber es heißt Abfall. Im Endeffekt kann man sie auch verwursten, wenn man sie in den Recycler packt. Aber es dauert halt alles seine Zeit. Genau. Was ich jetzt mal gucke, ist noch, was mein Eisen macht. Das kann noch. Ah, ist schon durch. Gut. Tue ich das jetzt in die Waschmaschine. Und machen wir hier weiter. Wir haben auch noch Stone Gear, aber das bräuchte ich auch nicht wirklich. So, hier dieses Eisen, das tue ich auch mal mit vor. Tue das auch noch in den Mesa Raider. Je mehr Eisen ich habe, umso besser ist es ja. Deswegen, wer immer permanent Metallmangel hat, zieht euch Industrial Craft, baut einen Mesa Raider. Hast noch mehr Mangel. Ja. Dann kriegst du auf jeden Fall doppelt so viel Erz raus als üblich. Und wer es dann noch erweitern will, also Hinweis dazu, wenn ihr Industrial Craft 2 habt, nehmt nicht das normale, sondern das Experimental, weil das das Neueste ist. Es gibt da zwar auch verschiedene Versionen, aber müsst halt aufpassen, dass ihr die neueste bekommt. Weißt du die Versionsnummer zufällig da so?
kommen jeden Tag 15 neue. Ehrlich? Wow. Das ist ja mal richtig krass. Gut. So, das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich mache mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Und sobald ich hier ein bisschen vorangekommen bin, werde ich dann die Aufnahme wieder starten. Und ich sage schon mal Tschüss und bis später.